Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Das ist Chemnitz jetzt. Das ist heute wieder eine Herz-Seele-Ball-Ausgabe, die anders ist als alle anderen. Wir sind schon nach der Lesung. Wolfgang Bosbach ist schon wieder abgedüst. Und ich stehe hier mit Nachwuchsfußballern zusammen. Dieser Mann war mal Manager. Bei welchem Verein nochmal? Karl-Zeiss-Jena. Und dieser junge Mann wäre fast in der Bundesliga gelandet. Ja. Bei? Hertha BSC. Knapp gescheitert. Aber ist auch vielleicht besser, wenn man nicht bei Hertha spielt. Steigt Hertha BSC ab? Es ist immer wichtig, Fanmeinungen einzuholen. Ja, ich hoffe nicht. Also ich denke schon, dass die Jungs das noch gut umreißen können, das Ruder. Und dann bleiben sie in der Liga. Und Paul Dardai bleibt Trainer? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, aber mal schauen. Was würdest du als Fan haben wollen? Schwierige Frage. Ja, ich stelle nur schwere Fragen. Als du magst Paul Dardai. Das ist ein netter Kerl. Das halten wir schon mal fest. Er macht das Beste draus, was er zur Verfügung hat. Bin ich der Meinung. Ja? Also es ist gerade keine einfache Situation, aber ich denke, die Jungs biegen das Ruder noch um. Halt, ne? Und Freddy Bobic, der richtige Mann auf dem richtigen Posten? Ja, definitiv. Hat es ja in Frankfurt bewiesen. Du weißt, dass die alle zuhören hier, ne? Freddy Bobic. Ich und deswegen drückst du dich auch so diplomatisch aus. Ja? Und der neue Vorstandsvorsitzende? Das ist die wichtigste Position. Der kam von Sky. Kennst du den? Nee. Muss man auch nicht kennen. War mal mein Chef. So, jetzt kommen wir zu Karl-Zeiss-Jena. Was wird aus Karl-Zeiss-Jena, Matthias? Ja, Jena baut gerade ein neues Stadion. Und, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und ich wünsche es mir wirklich, dass sie aufsteigen in die dritte Liga. Eigentlich ist es ein klassischer Zweitligaverein, der gehört in die zweite Liga. Internationale Erfolge gefeiert. Wir sind doch Dienstag zur Lesung in Jena. Dann werden wir das auch noch mal thematisieren. Da werden du warst wir mal vorher, zwei Jahre Manager. Ja, genau. Ja, aber wir gehen vorher ins Stadion und zeige ich dir noch mal alles. Können wir doch mal. Hängen da Bilder von dir? Nee, bestimmt nicht. So, jetzt fragen wir die junge Dame auch noch. Fußball interessiert? Nee, nicht wirklich. Gut, dann war es das mit dem Gespräch. Reicht ja auch. Also das ist so die typische Nachbesprechungssituation nach einer Lesung. Ich gehe mal, ist der Chef da irgendwo? Weil da ist Herr Tölke, zu dem kann ich auch noch gehen. Also ihr sollt wirklich ein bisschen mitbekommen, was ich so mache. Ich habe heute Bier geschenkt bekommen. Dieser Mann hier hat einen Apotheker in Gelsenkirchen als besten Freund. Also ich will nur mal, ich mache gerade einen Podcast, Herz, Seele, Ball. Und damit meine Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, wenn ich alles so treffe. Ihr seid da jetzt drin, ob ihr wollt oder nicht. So, jetzt kommt auch noch das, Entschuldigung, wir müssen das gerade machen. Herz, Seele, Ball, Arminia Bielefeld. Was wird aus denen in dieser Saison? Es wird eine harte Nummer, aber sie bleiben drin. Und Schalke 04? Wird auf Platz 3 in der zweiten Liga. Relegation. In die Relegation. Und scheitert an? Scheitert an Augsburg. Augsburg wird Drittletzter? Ja. Wer hat da von hinten geschrien? Ach, da ist sie hier, Schalke. Da ist eine Schalkerin. Steigen die wieder auf? Na, freilich. Ja, ganz sicher? Ja. Wie lange sind Sie schon Schalke-Fan? Seit 1991. Ich seit 1958. Na, ich bin ja so ein bisschen reingerutscht durch meinen Mann. Der ist auch Schalker? Mhm. Eine großartige Familie. Das habe ich sehr gerne. Ja, wann war Schalke das letzte Mal Deutscher Meister? Müssen Sie meinen Mann fragen. Ganz lange her. 1958, ist auch noch nicht lange her. Doch. So, jetzt kommt der Chef noch dran. Da ist der Chef. Das fand ich ganz toll heute, dass Sie hier eine Lesung veranstaltet haben oder so etwas Ähnliches mit Wolfgang Bosbach und mit mir. Und Sie sind Dynamo Dresden-Fan. Ja, das liegt relativ nah, weil meine Heimat Dynamo Sachsen ist. Dynamo kann auch Heimat sein, ja. Aus dem Grund Dynamo-Fan, ja, geleitet auch von den Kindern, die alle sportbegeistert, fußballbegeistert sind. Und ich freue mich jetzt auf diese Saison, wenn die Schalker denn nach Dresden kommen. Ja, ich freue mich auch darauf, weil das sind sicher einkalkulierte 3 Punkte. Nein, kann man sich nicht sicher sein. Ich habe euch gesehen gegen Werder, da war ich für Sky, da war der gut. Na, in St. Pauli nicht so gut. Ja, bin gespannt. Eisernormal, so als junge Mannschaft. So, wir sind immer noch bei BMW, da sieht man es. Wie schwer ist das gerade, ein Auto zu bekommen, wenn ich schnell eins brauche? Nö, wir haben Autos da, bekommen wir schnell ein Auto. Ernsthaft? Fahrzeug auf Lager. Kommt immer darauf an, ob das dabei ist, was Sie sich genau vorstellen. In der Wunschkonfiguration. Na, dann gucken wir mal. Dankeschön, Herr Tölke. Ja, das war, diese junge Dame hat heute hier für die Technik gesorgt. Ich wollte mich auch noch bedanken dafür. Ja. Und ich habe sie einmal Helene Fischer genannt. Waren Sie da böse auf mich? Nee, alles gut. Das ist eine tolle Frau, Helene Fischer. Aber Helene Fischer ist schwanger. Ich nicht. Das ist für mich. So, Herz, Seele, Ball berichtet über alles. Dankeschön, das war der kleine Ausflug nach Chemnitz. Und ihr habt wieder ein bisschen mitbekommen, was wir heute gemacht haben. Wir sehen uns erstaunlicherweise wieder morgen ohne Buffet, wenn alles gut geht. Tschüss, bis dahin, euer Uli. Herz, Seele, Ball.
spricht nicht nur über Fußball, sondern ihr wisst es, ich gebe auch gerne mal den einen oder anderen persönlichen Tipp weiter. Und heute sprechen wir mal über WhatsApp. Ja, sehr wichtig, dass es dort die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Und, Achtung, es gibt ein neues Feature. Und das schützt die Privatsphäre wunderbar. Da kann man ja manchmal Dinge verschicken, die man besser nicht vervielfältigt sehen möchte oder auch gar nicht aufbewahrt sehen möchte. Ich möchte mich jetzt nicht daran erinnern, wie der eine oder andere Fußballer mal schlecht aussah, weil er Fotos von Freundinnen verschickt hat, die er besser so hätte nicht verschickt, denn plötzlich waren sie überall zu sehen. Es gibt die neue Funktion für WhatsApp, Few Ones, und das heißt auf Deutsch Einmalansicht. Ganz logisch, mit Einmalansicht kann man Bilder und Videos auf WhatsApp verschicken, die nur einmal angesehen werden können. Sobald man den Chat schließt, nachdem man das Bild, Video angesehen hat, ist es beim Wiederöffnen des Chats nicht mehr verfügbar. Also, sowohl für den Versender, Versenderin, als auch für den Empfänger, für die Empfängerin. Das ist neu, wollte ich euch so ganz by the way hier in Herz, Seele, Ball erzählen.